Ja, Johns Notiz. Ich erinnere mich noch, dass er wegen irgendetwas draußen nachsehen wollte und dass er eine Runde joggen ging. Ja, das ist schön, dass wir uns dran erinnern. So lange ist das ja auch noch nicht her, ne? Und der Mauszeiger verwandelt sich in eine Hand, wenn du einen Gegenstand aufnehmen kannst. Draußen ist es bestimmt kalt. Da brauchen wir natürlich Handschuhe. Oder wir knacken noch irgendwas und brauchen was, um die Fingerdrücke loszuwerden. Das Inventar enthält alle gefundenen Gegenstände. Nimm die Schlüsselkarte. Benutze die Schlüsselkarte, um die Hotelzimmertür zu öffnen. Braucht man die auch von drinnen, die Schlüsselkarte, oder hat er uns eingeschlossen? Merkwürdig. Mit der Mauszeiger zu einem Pfeil kannst du in diese Richtung den Ort verlassen. Das klingt gut. Aber bevor ich da rausgehe, finde ich auch das Bad da hinten ganz schön, so ein bisschen lila und so. Guck mal, das ist auch was. Wir machen mal die Gardine weg. Guck mal hier, das kann ich mitnehmen, die Kneifzange. Draußen regnet es. Wo wir ankamen, war das so schönes Wetter, oder? Und jetzt regnet es. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich nicht. Was ist das? Es muss doch einen Weg geben, unter den Teppich zu sehen. Mit der Kneifzange? Nein, gut. Also wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, wieder ins Zimmer zurückkommen. Denn da wird noch einiges los sein. Was ist mit ihm? Will er mich angreifen? Es sieht aus, als würde nur der Regen ihn davon abhalten. Was passiert hier nur? Welch ein liebevoller Ehemann. Naja, nach der Hochzeit wird halt der Mann zum Tier, ne? Naja, schauen wir mal, was im Tagebuch steht. Ist hier noch was? Nein, gut. Glühen. Oh Gott, während ich schlief, ist etwas mit den Inselbewohnern passiert. Sie wurden von einer Art Seuche infiziert. John. Sie scheinen zu einer Art Zombie geworden zu sein. Von innen heraus glühend, wie durch eine Art Feuer. Glücklicherweise regnet es, denn Wasser scheint sie zu meiden. Aber John wurde ebenfalls infiziert. Und ich weiß nicht, wie ich ihn heilen soll. Vielleicht finde ich im Krankenhaus Hilfe. Im Krankenhaus, wenn wir das Krankenhaus finden. Gut. Ich muss mich fern von ihm halten. Der Regen hält ihn unter den Schirm fest. Er kann mir also nichts anhaben. Und die auch. Gut. Das drüben ist ein Hinweis. Den wollen wir natürlich nicht. Wir können das ja auch so. Hier ist irgendwas. Okay. Um den Beutel zu öffnen, fehlt noch ein Teil. Na, den Teil, den finden wir schon noch, würde ich sagen, oder? Was haben wir denn hier? Ein Blatt, eine Batterie. Eine Batterie. Ich sollte das nicht mit bloßen Händen anfassen, sonst infiziere ich mich noch. Handschuhe! Zur Not hätten wir noch die Kneifzange gehabt. Ein Büroschlüssel. Gut, sonst gibt's nichts. Gut, sonst gibt's hier nichts. Bei dem Auto kann man auch nichts machen. Also wir können hier reingehen, wir können... Hier haben wir ja den Schlüssel für, hier gibt's nichts. Und dann ist Fragezeichen. Gut, wir gehen erstmal hier rein, oder? Das finde ich ganz... Achso, das ist unser Hotel. Das wusste ich. Das wusste ich natürlich. Natürlich wusste ich das. Also bitte. Ich habe hier doch nicht für so blöd gehalten. Das wusste ich natürlich. Und dir... Auch der Büroschlüssel ist ja auch ganz nett. Das Schloss ist ja süß. Huch. Nein, warte mal. Orange? Hä? Was? Achso, hier. Also hier muss Orange hin, denke ich mal, oder? Orange. Dann muss hier Rot hin. Dann hier Rosa. Hier Blau. Hier Grün. Hier Braun. Ach, hier Grau, was ich gerade überklickt habe. Und dann hier Gelb. Ah, ich bin doch gut, oder? Weil ich so geil bin. Da, da, da. Leider sieht man meinen Tanz nicht, aber... Das kommt dann irgendwann mal als Special raus. Oder auch nicht, oder... Ich muss eine zweite Batterie für die Fernbedienung finden. Weil ich schon... Ich habe natürlich vorgesorgt. Huch, so? Nein, so? Achso. Das kommt bestimmt hier hin, oder? Das ist ein Minus, das kommt dann dahin. Dann ist das das Plus. Und die 8, das ist bestimmt irgend so ein Kuschelsender. Den braucht man nicht. Den guckt doch eh keine Sau an hier bei uns. Also, ich nicht. News der Woche. Zombie-Chaos auf DNS.
Wie scheint, hatte das Experiment von D. Ivanov unvorhergesehene Auswirkungen und die Inselbewohner wurden einer Zombie verwandelt. Anscheinend haben diese Angst vor Wasser und die Polizei versucht... Nicht. Die Polizei versucht nicht. Das wollen die hier bloß nicht so schreiben. So, ich gehe mal systematisch vor, sonst vergesse ich irgendwas. Ich kenne mich nämlich. Oh. Was wohl passiert, wenn ich das fehlende Teil hier hin tue? Nein, da wird uns eine Fernbedienung sicher nicht viel helfen, oder? Sieht aus wie ein Sensor. Ich muss ein Gerät finden, womit man das bedient. Geil. Aber ich wollte das mal hier in den Schrank eigentlich gucken. Ich glaube, dass etwas hinter dem Glas ist. Ich brauche etwas, um die Sicht frei zu wischen. Eine Kneifzange? Nein, gut, keine Kneifzange. Ja, ich weiß, dass da drüben glitzert. Aber ich dachte, ich gucke vielleicht so nochmal. Na gut. Dann stürzen wir uns mal mitten ins Getümmel. Ich muss mich nur bequemer hinsetzen, bevor meine Beine hier einschlafen. Und hier drüben sehe ich schon Munition für die Waffe. Und da haben wir ein geladenes Gewehr, eine Schrottflinte. Ich kenne mich natürlich auch aus. Und brauchen wir die Katze? Die ist süß. Die Katze will ich mitnehmen, die ist putzig. Aber die Boxhandschuhe brauchen wir. Gut. Hier ist ein Engel. Zählt das als Puppe? Nein, das zählt nicht als Puppe. Na gut. Ein Cupcake! Irgendwas fehlt an dem Kuchen? Ach, eine Kirsche. Gut. Ich mag Cupcakes. Und da ist die Kirsche. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gucke ich jetzt genau in die Ecken, wo was liegt. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie haut es gerade hin. Hier ist eine Blume. Eine Blume und zählt der Hund? Nein, der Hund zählt nicht gut. Ach, was ist denn das? Im Sack ist etwas. Ich brauche etwas, um ihn aufzuschneiden. Das da? Das da? Das da? Jawohl. Ja, also, was ist da drin? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Naja, gut. Das war auch hier was. Ist das die... Nein, gut, wir brauchen ein Kleeblatt, eine Schwalbe, Glocks und... Sind mit Glocks die Schuhe gemeint? Ich weiß es nicht. Eine Axt, eine Bürste, ein Schläger. Ach, eine Glocke. Keine Glocks, eine Glocke. Ich dachte jetzt irgendwie bei Glocks waren diese komischen Schuhe da. Na gut. Ach, was ist denn das? Ein Pinsel? Ist das ein Pinsel? Also muss ich vielleicht irgendwie das Kleeblatt raussuchen oder was? Hä? Bin mir nicht ganz sicher. Ach hier, warte mal. Guck mal hier und dann ist doch hier, oder? Haha. Das kenne ich von geflüsterten Geschichten. Da muss ich doch dieses Pferd braun malen. Das weiß ich sogar noch. Hier ist doch bestimmt eine Schwalbe dabei, oder? Gibt es doch hier diesen Schmetterling da, Schwalbenschwanz oder wie der auch hieß. Und die Puppe. Wir brauchen noch eine Puppe. Puppe. Wo ist denn hier eine Puppe? Bin ich echt so blind oder finde ich keine Puppe? Wo soll denn hier eine Puppe sein? Puppe, 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 Puppe. Wo ist die Puppe? Wie schön. Ich finde keine Puppe. Ist das keine Puppe? Gibt's hier vielleicht Hinweise? Hier vielleicht so Hinweise? Zeitung? Ich habe eine aktuelle Zeitung gefunden. Es scheint, als hätte ein Dr. Ivanov auf der Insel Experimente durchgeführt und plötzlich ist eine mysteriöse Krankheit ausgebrochen. Es gab eine Panik in der Stadt. Panik! Panik in der Stadt. Es gab eine Panik in der Stadt. Panik in der Stadt. Wow! Aber ohne zu wissen, was passiert ist, konnte auch die Polizei nicht viel machen. Dann wurden auch die Polizisten infiziert. Wie es aussieht,
sind die angeblich harmlosen Experimente für die tödliche Seuche verantwortlich.